Naomi Osaka hat die US Open in New York gewonnen, ihr historischer Titel wurde jedoch überschattet von einem unwürdigen Auftritt der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams. Die 36 Jahre alte US-Amerikanerin schrie Schiedsrichter Carlos Ramos in der aufgehitzten Atmosphäre im Arthur Ashe Stadium immer wieder an, kassierte drei Verwarnungen und damit erst einen Punkt und danach ein Spielabzug. Osaka ließ sich vom Theater der Favoriten nicht beeindrucken und verwandelte nach 79 Minuten ihren zweiten Matchball zum 6:2, 6:4. Die 20-Jährige gewann damit als erste Spielerin aus Japan in der Tennisgeschichte ein Grand-Slam-Turnier und das im Finale gegen eine Spielerin, die sie im Vorfeld als ihr großes Idol bezeichnet hatte. Wie ein Vorbild verhielt sich Williams jedoch nicht. Nachdem Ramos sie wegen unerlaubten Coachings zu Beginn des zweiten Satzes verwarnt hatte, fauchte die Favoritin ihn an: „Ich betrüge nicht, um zu gewinnen. Da verliere ich lieber.“ Williams rastete aus, wenig später zerstörte sie aus Frust ihren Schläger, kassierte ihre zweite Verwarnung und damit einen Punktabzug. „Du schuldest mir eine Entschuldigung“, brüllte Williams den Unparteiischen an, „ich habe eine Tochter, ich betrüge nicht.“ Doch das Drama ging noch weiter, Williams wollte sich einfach nicht beruhigen. Bei einem weiteren Seitenwechsel bezeichnete sie Ramos als „Dieb, du hast mir einen Punkt gestohlen.“ Dem Portugiesen blieb keine andere Wahl, als Williams ein Spiel abzuziehen. Die sechsmalige Turniersiegerin brach in Tränen aus und stotterte: „Das ist nicht fair, das ist nicht fair. Nur, weil ich eine Frau bin.“ Serena Williams flippte im Finale der US Open komplett aus. Urheberrecht Getty Images. Williams verpasste durch ihren skandalösen Auftritt den historischen 24. Grand Slam-Titel, mit dem sie den Rekord der Australierin Margaret Court egalisieren würde. Schon Mitte Juli in Wimbledon hatte sie im Finale gegen Angelique Kerber verloren. Erst vor einem Jahr hatte Williams ihre Tochter Olympia zur Welt gebracht und war im März auf die Tour zurückgekommen. Osaka mit beeindruckender Vorstellung im Duell der Generationen. Osaka war 1999 bei Williams erstem Titel in Flushing Meadows ein Jahr alt gewesen, wirkte Williams schon zu Beginn nervös. Im ersten Satz unterliefen ihr vier Doppelfehler, der im Turnierverlauf so starke Aufschlag fand zu selten den Weg ins Feld. Osaka ließ sich nicht von der Kulisse beeindrucken und konterte Williams Power nahezu spielend. Die Favoritin versuchte, das Tempo zu steigern, allerdings ging zunächst nur der Lautstärkepegel in die Höhe. Während Osaka mit stoischer Ruhe die Punkte bestritt, untermalte Williams beinahe jeden Schlag mit einem markerschütternden Schrei, lautstark angefeuert von den Zuschauern, die merkten, dass ihr Liebling Unterstützung brauchte. All das half Williams jedoch nicht mehr. Als Osaka ihr den Aufschlag zum 2:3 im zweiten Satz abnahm, brannten Williams die Sicherungen durch, lesen Sie auch. Osaka, Coach erklärt Tennismärchen, Shot Clock spaltet die Tenniswelt.